Zu mir sagt jeder Lucky Boy, ich heiße nur noch Lucky Boy. Ich bin der Typ von allen jungen Mädchen. Die erste nennt mich Lucky Boy, die zweite kennt nur Lucky Boy. Die dritte spricht sogar im Schlaf von mir. Und bis zur zehnten hin geht's keiner aus dem Sinn, dass ich der Beste bin für sie. Denn jeder nennt mich Lucky Boy, ich bin für alle Lucky Boy. Und jede glaubt, ich bring das Glück zu ihr. Zehnten hin geht's keiner aus dem Sinn, dass ich der Beste bin für sie. Denn jeder nennt mich Lucky Boy, ich bin für alle Lucky Boy. Und jeder glaubt, ich bring das Glück zu ihr. Nun schlägt's 13. Der Junge muss für ein Jahr aus dem Haus. Er muss in eine fremde Stadt, in einen fremden Betrieb muss er. Dieser Windhund. Ach, was heißt überhaupt Windhund? Das ist ein Sturmköter, ist das. Die Wege der Jugend sind unerforschlich. Ja, mag sein, aber ich habe Karls Wege erforscht und die enden immer bei einem hübschen Mädchen. Wenn es doch die Almut Behringer wäre. Bei der schönen Mitgift. Wenn nur die Almut selbst auch so schön wäre. Dafür hat sie eine schöne Seele. Das hat den Männern meiner Familie noch nie genügt. Es kann nicht jedermann mit seiner Frau ein so unverdientes Glück haben wie du mit mir. Das möchte ich auch keinem wünschen. Also man soll seine Nächsten lieben wie sich selbst. Eben. Ich liebe die Firma Behringer wie meine eigene. Und deshalb muss unser Karl die Almut Behringer heiraten. Hoffentlich gibt das keine Katastrophe. Da kommt sie schon. Die Katastrophe? Nein, die Almut. Christa? Ha, ich vertrage Ihren Wein nicht. Essig war es der Spätlese. Natürlich komme ich mit. Letztes Mal war sogar etwas Wein im Essig. Um Himmels Willen, fahr los. Oh. Mal sehen, ob es nicht doch eine Katastrophe wird. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, die Almut ist so lieb. Hm. Ich glaube, von der würde mein Karl bestimmt nie ein böses Wort hören. Oh, und außerdem muss ich jährlich Hunderttausende der Transportfirma Behringer bezahlen. Wofür? Dafür, dass sie meine Ware verschifft. Bedenke das. Das Geld muss in Zukunft in unserer Familie bleiben. Geld allein macht nicht glücklich. Mich schon. Oh. Herein. Fräulein Almut Behringer. Guten Tag. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss Ihnen sagen, jetzt reicht's mir. Aber was reicht Ihnen, liebes Kind? Das unmögliche Benehmen von Karl. Bitte?
Dankeschön. Er ist mir gerade einfach vor der Nase weggefahren, ohne Gruß und dafür mit 3 Mädchen, das ist zu viel. Ja, da hat sie recht, 3 sind zu viel. Also, das habe ich ja nicht mal in meiner Jugend versucht. Und ich dachte schon, er hätte es von ihm. Von uns hat Karl nur das Beste. Ich habe euch vom Schicksal für einander bestimmt und dabei bleibt's. Hoffentlich weiß es das Schicksal. Ich habe auch schon einen Plan. Ach, hör mal, du Quatsch auf. Ich habe einen Plan. Ich schicke Karl für 1 Jahr nach Italien in die Filiale ihres Herrn Vaters. Das ist gut. Ja. Aber warum muss er denn so weit weg? Nur damit er ihren Betrieb besser schätzen lernt. Ich meine, damit er sie besser schätzen lernt, nicht? Ich will aber nicht nur geschätzt, ich will auch geliebt werden. Oh, ich schätze die Liebe, kommt mit der Schätzung. Das können Sie mir glauben, Almut. Wir Fischers, wir haben einen ausgeprägten Sinn für innere Werte, oh ja. Die schöne Seele getragen von den sanften Schwingen der Zuneigung. Ja, ja, ist schon gut. Geh du mal in die Küche und koch einen Kaffee. Das schadet auch der schönsten Seele nichts. Als Schwiegermutter ist er ja nicht so, nur als Ehefrau. Soll ich nicht gleich mit Karl nach Italien fahren? Nee, bloß nicht. Sobald er die Absicht merkt, ist es aus. Gut, aber dann soll er wenigstens in dem neuen Apartmenthaus wohnen, das Papa in Italien gebaut hat. Apartmenthaus? Igitt, das ist sicher was Unsolides, ne? Unseres nicht. Jedes Apartment hat 3 Zimmer und die werden entweder an 3 Mädchen oder 3 Männer vermietet. Ah, macht 6. Sex ist verboten. Dafür sorgt der Hausmeister. Am Tage muss Karl arbeiten und nachts muss er sich in die Hausordnung fügen. Da wird's ihm bald so langweilig, dass er froh ist, wenn er überhaupt noch heiraten darf. Das ist großartig. Ich gehe gleich zu Papa. Ja. Oh, eine goldene Schwiegertochter. Prost. Na. Hast du das Gespräch auch dringend angemeldet? Ja, zum Donnerwetter. Fluche nicht in Gegenwart deines Kindes. Allein macht's mir keinen Spaß. Durch deine schlechte Laune lasse ich mir meine gute nicht verderben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Liebling. Gute Laune ist ein Vorurteil. Beringer? 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 Hallo, Beringer? Ach, die Verbindung mit Italien. Hallo? 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 Arrivo, arrivo. Pronto. Apartment House der Firma Beringer. Hausmeister Rochus Baldrian. Herr Beringer. Herr Beringer persönlich. Guten Morgen, Herr Beringer. Ich möchte sagen, guten Nachmittag, Herr Beringer. Wie, bitte? Jawohl, Herr Beringer. Also ein Zimmer im Apartment F ist noch frei. Gut, ab morgen wird es belegt. Belegt. Bezaubernd. Der Name? Welcher Name? Ach so, der Name. Bitte notieren Sie. Nachname Fischer, Vorname Karl. Ah. Carla? Also gut, Carla Fischer. Aber lassen Sie sich doch helfen, Fräulein Lindner. Von der Seite kenne ich Sie ja noch gar nicht, Herr Beringer. Aber dafür kenne ich Sie jetzt von Ihrer besten Seite. Apartment F. Thank you.
Fertig? Hey! Gnädiges Fräulein, ich bitte Sie. Oh. Aber ich kann doch nichts dafür. Hast du geschrien, Elfie? Herrenbesuch am frühen Morgen? Das bin ich von dir ja gar nicht gewohnt. Hilf mir doch, Karin. Mir scheint, in diesem Fall hast du keine Hilfe nötig. Das kannst du allein. Viel Spaß. Oh. Übrigens, das nächste Mal sagt ihr mir vorher Bescheid, hm? Es tut mir schrecklich leid. Sind Sie eigentlich so unverschämt oder sind Sie nur ein Einbrecher? Aber gnädiges Fräulein, ich habe allerdings noch nie gehört, dass ein Einbrecher bei der Arbeit duscht. Ich lasse ja mit Wonne in der Wanne, aber wie kommen Sie bloß da hinein? Was heißt bloß? Haben Sie vielleicht mehr an? Ich meine, was machen Sie hier? Ich wohne hier. Das stimmt nicht, ich wohne hier. Ha, die drei Zimmer werden immer nur an drei Mädchen vermietet. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber ich bin kein Mädchen. Lassen Sie Ihre Anzüglichkeiten und ziehen Sie sich was an. Der alte Beringer hat mir doch gesagt, dass ich mit zwei Männern zusammenwohnen muss. Hab ich ein Glück, dass das nicht stimmt. Das wird sehr bald stimmen. Verlassen Sie sich drauf. Und jetzt verschwinden Sie hinter dem Vorhang. Gut, ich gehe rein, damit Sie raus können. Bleiben Sie ja drin. Haben Sie was gesagt? Pech gehabt. Habt ihr Krach gehabt? Ein unverschämter Kerl. Tja, ein Mann ist unverschämt immer noch besser als verschämt. Ach, du hast dir überhaupt keine Ahnung. Na, höre mal ein bisschen schon. Ich meine, du hast keine Ahnung, in welcher Situation wir sind. Hör mal ganz ruhig zu. Los, aufmachen! Ich kann doch nicht den ganzen Tag duschen. Das ist ja ein tolles Ding. Das Ganze ist natürlich ein Irrtum. Wahrscheinlich war der Hausmeister wieder mal betrunken. Und was machen wir jetzt? Nichts. Wir lassen den Baldrian die Sache ausbaden. Übrigens, baden. Was geschieht mit dem Badezimmerherrn? Den soll Baldrian an die frische Luft setzen. Menschenskind. 9 Uhr. Ich komme schon wieder zu spät. Sie sollen
sollen sofort zum Direktor Siebert kommen. Ach du meine Güte. Buongiorno, Signora. Buongiorno, Karin. Da ist eine neue Sendung Krawatten angekommen. Packen Sie die gleich aus. Mhm, sofort. Es tut mir sehr leid, aber Sie haben sich Ihre Entlassung selbst zuzuschreiben. Wer so oft zu spät kommt wie Sie, ist für die Firma Behringer ungeeignet. Ihre Papiere sind bereits beim Pförtner. Sie können gehen. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Das glaube ich nicht. Glücklicherweise gibt es in Italien keinen Personalmangel. Das scheint Ihre Marke zu sein. Die können Sie öfter mitbringen. Na, Herr Balgewern, haben Sie sich die Sache überlegt? Ja, habe ich genau überlegt. Sie bleiben hier. Für Carla Fischer ist reserviert und Carla Fischer sind Sie. Obwohl ich ein Mann bin? Heutzutage weiß man nie bei manchen Frauen, ob sie ein Mann sind. Und umgekehrt. Aber was werden die Damen dazu sagen, wenn plötzlich aus Ihrem Duo ein Trio wird? Gar nichts. Die schmeiße ich heraus. Moment mal. Sie können sich auf mich verlassen. Die Mädchen fliegen. Heute noch. Aber das will ich ja gar nicht. Was Sie wollen, kann ich mir schon denken. Aber das verbietet die hiesige sittenstrenge Sittenpolizei. Na, was verbietet sie? Alles. Was glauben Sie, warum ich mich seit Jahren dem Trunk ergeben habe? Na, für die Sittenpolizei bin ich eben Carla Fischer. Trotzdem können Sie hier nicht im Konkubinat leben. Und gleich mit zwei Bienen. Aber es geht mir doch nur um die eine, um die Elfi. Und außerdem, wer weiß es schon? Ich. Und ich trage die Verantwortung. Vielleicht kann ich Ihnen Ihre Verantwortung ein bisschen erleichtern. Aber Herr Fischer, ich nehme doch von Ihnen kein Geld. Vor allem nicht so wenig. Entspricht etwa das der Größe Ihres Verantwortungsgefühls? Ich spüre, jetzt schläft es langsam ein. Aber die Mädchen müssen doch heraus, weil sie schon seit 4 Wochen die Miete schuldig sind. Und dafür steht Rausschmiss in der Hausordnung. Also gut, ich bezahle den Mietrückstand und die Miete für das gesamte Apartment 3 Monate im Voraus. Was sagen Sie nun? Prost. Aber den Mädchen sagen Sie kein Wort davon. Und die Mietrechnung schicken Sie mir im geschlossenen Kuvert. Gegen eine kleine Zustellungsgebühr, ne? Fräulein Elfi, das war aber ein netter Zusammenstoß. Passen Sie doch auf, wenn Sie spazieren gehen. Ich gehe nicht spazieren, ich gehe meinem Beruf nach. Und Sie? Ich habe keinen. Ach, wie angenehm. Auf Wiedersehen. Die Hoffnung können Sie sich sparen. Guten Morgen, mein Name ist Carla... Karl Fischer, bitte melden Sie mich gleich an Direktor Siebert. Ich werde erwartet. Bitte sehr. Heute ist wirklich ein schwarzer Tag. Erst dieser Kerl und dann mein Rauschmiss. Und ausgerechnet jetzt, wo wir mit der Miete im Rückstand sind. Der Baldrian setzt uns glatt auf die Straße. Ja, der soll lieber unseren Untermieter auf die Straße setzen. Obwohl, nett war er ja. Was heißt nett? Ein Kanarienvogel ist nett, aber doch kein Mann. Warum regst du dich seinetwegen eigentlich so auf? Ich rege mich überhaupt nicht auf. Und schon gar nicht seinetwegen. Dieser Kerl ist mir völlig gleichgültig. So, meine Liebe, das wird Ihnen gut tun. Danke, aber mir tut nur eines gut, arbeiten. Na dann Prost. Da fällt mir gerade ein. Im Cavalluccio Marino, in der Seepferdchen Bar, sucht man eine neue Bardame. Wäre das nichts für Sie? Als Bardame arbeiten? Aber mein liebes Kind, eine Arbeit ist genauso gut wie die andere. Als ich Manneken werden sollte, da habe ich mich auch zuerst gesträubt. Und dann habe ich auf dem Laufsteg den Mann meines Lebens kennengelernt. Leider war der Laufsteg zu kurz. Ich will aber nicht hinter einer Bar den Mann meines Lebens kennenlernen. Aber eine andere Arbeit findest du im Moment gar nicht. Die Saison geht zu Ende. Dann fahre ich eben nach Haus, der Anhalter. Ach, aber Elfie, das kannst du mir doch nicht antun. Wirklich nicht. Also gut. Gehe ich eben in die Seepferdchenbar und stell mich vor.
Aber das sage ich dir, gefallen lasse ich mir nichts. Was sagt der Motor, Mabel? Nichts. Aber ich habe doch heute erst meinen neuen Benzinveredler eingebaut. Und was ich erfinde, das funktioniert. Jetzt ist der Motor so veredelt, dass er überhaupt nicht mehr arbeitet. Ach, vielleicht ist der Tank leer. Aber hier gibt's keine Tankstelle, Thomas Butterfield Junior. Ah, vielleicht gibt's da drüben was. Das ist doch eine Boutique. Wart doch mal ab. Guten Tag. Was darf ich Ihnen zeigen? Ja, bitte, was darf ich Ihnen zeigen? Alles. Thomas Butterfield Junior, was suchst du hier? Ach ja, richtig. Haben Sie Feuerzeugbenzin? Ja, wie viele Fläschchen dürfen es sein? Eins oder zwei? 200 bis 300. 200 bis 300. Wollen Sie ein Haus anzünden? Nein, nur ein Auto auftanken. Mit Feuerzeugbenzin? Ja, mein neuer Benzinveredler, Patent schon angemeldet, schafft das Spielen. Mhm. Gestatten Sie? Thomas Butterfield Junior, Erfinder. Ich freue mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. So, jetzt hast du sie gemacht und nun komm. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Aber ich... Hätten Sie dem Herrn nicht wenigstens eine Krawatte verkaufen können? Ich fürchte, der hat schon genug am Hals. Ah? Man müsste ein Auto erfinden, das man im Notfall auch tragen kann. Und wer trägt ein Laboratorium, das du im Kofferraum hast? Hm? Endlich, da kommt ja eine Tankstelle. Würde ich jetzt an Bord gehen und einmal um die Erde fahren. Gut, dann werde ich Sie in der Abteilung Überseetransporte beschäftigen. Da können Sie dann am Schreibtisch reisen. Sind Sie jemals um die Erde gefahren? Nie. Bitte kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Büro. Das ist Ihr Arbeitsplatz. Das ist Ihre Sekretärin, Fräulein Fluss. Fräulein Fluss ist schon seit 30 Jahren in der Firma. Aha. Ja, und deshalb möchte ich Sie einer so hochqualifizierten Arbeitskraft nicht berauben. Für mich genügt eine junge Anfängerin. Wo wollen Sie denn hin? Die Anfängerin suchen. Wo bist du, von der ich träume? Sag mir, bist du für mich frei? Liebling, wenn ich dich versäume, ist für mich der Traum vorbei. Ich suche eine gute Kraft, die Arbeit liebt, denn ich persönlich mag sie gar nicht gern. Die alles für mich tut und die mir alles gibt, die wär mein guter Stern. Wo bist du, von der ich träume? Sag mir, bist du für mich frei? Liebling, wenn ich dich versäume, ist für mich der Traum vorbei. Ich suche eine gute Kraft, die mich versteht, die mit Gefühl und Liebe schreiben kann, die niemals streiken will und nie in Urlaub geht, die stellt mich heute noch an. La, 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 la.
suche eine gute Kraft für mich allein. Das allerschönste Mädchen auf der Welt. Mit ihr wird jeder Tag ein Tag voll Sonnenschein. Weil mir das so gefällt. Wo bist du, von der ich träume? Sag mir, bist du für mich frei? Liebling, wenn ich dich versäume, ist für mich der Traum vorbei. Wissen Sie, was wir brauchen? Ein gutes Trinkgeld. Das sowieso. Aber erstmal einen neuen Motor. Einen neuen Motor. Einen neuen was bitte? Der alte ist total im Eimer. Ja, aber ich habe doch meinen neuen Benzinveredler eingebaut. Das Ding? Ja, Patent bereits angemeldet. Melden Sie es wieder ab. Eines Tages wirst du mir noch die Nerven töten, Thomas Butterfield Junior. Aber Mabel, Liebling, alle großen Erfinder haben am Anfang ihre kleinen Pannen. Wann kann der neue Motor da sein? Hm? Bestimmt noch in diesem Jahr. Dann müssen wir hier übernachten. Wissen Sie ein Hotel, wo man ungestört erfinden kann? Gegen ein gutes Trinkgeld natürlich. Da könnten Sie meinen Freund Baldrian anrufen. Wenn der gerade genug getrunken hat, gibt er Ihnen bestimmt was. Boing. Ausgezeichnet. Wenn ich Ihre Möbel früher gekannt hätte, dann hätte ich Ihnen die Wohnung nicht gegeben. Ich kann doch nicht mit leeren Händen erfinden. Und ich kann nicht mit trockener Kehle tragen. Miss Mabel wird sofort mit einer Kiste Whisky zurückkommen. Ich werde inzwischen ein bisschen ruhen. Bitte. Was war das? Das funktioniert doch alles noch. Den Whisky können Sie herunterschicken. Ich bleibe hier nicht. Gute Nacht. Hey, was soll das heißen? Hast du sowas schon gesehen? Halt! Jetzt bin ich aber gespannt, ob der Kerl weg ist. Ach, Baldrian wird ihn schon vertrieben haben. Die wildesten Kater werden durch Baldrian geradezu angelockt. Kein Mantel mehr in der Garderobe. Nichts mehr von ihm im Zimmer und nichts von ihm im Bad. Endlich allein! Gehen wir noch ein bisschen aus? Du, ich habe ab morgen Nachtleben genug. Wieso? Hast du die Stellung im Seepferdchen bekommen? Ja, stell dir vor, meine Vorgängerin ist mit dem Oberkellner durchgebrannt. Na, schlimm. Und mit der Kasse. Na, noch schlimmer. Deshalb habe ich gleich Vorschuss genommen. Morgen fange ich an. Aber ich werde mich sehr dezent anziehen. Geschlossen bis oben hin. Richtig, wer viel herzeigt, muss viel hergeben. Kein Mann ist das wert, was er haben will. Und wenn er es hat, dann ist es ihm nichts mehr wert. Hat's bei dir was Neues gegeben? Ach, eigentlich nicht, nein. Also doch, das musst du mir sofort erzählen. Du, da ist noch gar nichts zu erzählen. Ich will ja nur wissen, wie er aussieht, was er macht, wie er ist und wie er heißt. Komm, wir gehen noch ein bisschen auf die Terrasse, hm? Guten Abend, meine Damen. Was darf ich Ihnen zu Beginn unseres gemeinsamen Mahles mixen? Natürlich meine Spezialmischung. Aber ich habe doch extra einen funkelnagelneuen Cocktail erfunden. Apartment-Zauber heißt der. Meine Damen, meinetwegen ziehen Sie sich warm an, aber lassen Sie doch das kalte Buffet nicht warm werden. Ah. Fräulein Elfi! Ach, da wohne ich ja selber. Ah. Du hast gut. Du bist tot. Und wenn du lebst, knackst du einfach mit deinen Scheren die Rollladen auf, wenn ein Hummermädchen Einsiedlerkrebs spielen will. Trotzdem wäre das nichts für mich. Man kann ja nicht dauernd gepanzert herumlaufen. Verzeihung, kriechen. Was macht eigentlich ein Hummer, wenn er verliebt ist? Ha? Was? Du weißt es nicht? Na, du musst mal im Brems Tierleben nachlesen. Ja, aber du hast völlig recht. Man kann die Liebe nicht aus Büchern lernen. Und das muss mir passieren. Bei meiner Praxis. Siehst du, so sind die Menschen. Wenn es einmal mit der Liebe nicht gleich klappt, retten wir uns in den Krach oder in den Alkohol. Und bei Sekt haben wir beides.
Ach, das Ding will nicht. Wo ich es so dringend brauchte. Leih mir deine Schere. Dann geht's schneller. Es geht trotzdem nicht. Eins, zwei. Prost! Ich wünsche Ihnen eine ganz ruhige Nacht und ganz verbotene Träume. Du und ich, wir beide müssen den Abend allein bestreiten. Und ich habe das Gefühl, du wirst ihn nicht überleben. Die Damen sind schon längst weg. Die haben mir einen schönen Krach gemacht, dass Sie noch hier sind. Und was haben Sie gemacht? Aber Herr Fischer, ich bin doch ganz auf Ihrer Seite. Solange Sie so gut zu mir sind. Mhm. Auf mein Wohl. Wie spät ist es denn? Ach, ich müsste längst im Büro sein. Ich müsste auch. Arbeiten ist die größte Zeitverschwendung, die je erfunden wurde. Besonders morgens. Wem sagen Sie das? Gehen wir arbeiten. Guten Morgen, lieber Almut. Morgen. Nanu, was ist denn los? Das. Das. Lieber Almut, fühle mich hier glänzend, will gar nicht mehr zurück. Dein Karl. Haben Sie Karl nach Italien geschickt, um zu arbeiten oder um sich glänzend zu fühlen? Zum Arbeiten natürlich, aber dabei hat er sich noch nie glänzend gefühlt. Da stimmt was nicht. Ich fahre sofort hin. Ich auch. Gut, ich nehme Sie in meinem Wagen mit. Oh ja, aber kein Wort zu meiner Frau, ne? Schwiegertöchter und Schwiegerväter müssen doch zusammenhalten, ne? Wissen Sie, wenn ich ein Jahr jünger wäre, dann würde ich Sie direkt selber heiraten. Karl ist mir aber trotzdem lieber. Naja, aber auch das Alter hat seine Vorzüge. Ist dir nicht gut? Oh, ach, welch Zufall. Guten Tag. Danke, mir geht's glänzend. So, sag mal, was ist denn das hier für ein Parfum? Ach, das, was hier so riecht. Das ist von der Almut. Die wollte mich vor meiner Abreise noch mal sprechen. Vor deiner Abreise? Ach ja, du weißt ja noch gar nicht, das kommt ganz plötzlich. Ich muss geschäftlich fort. Übernimmst du dich auch nicht, Waldemar? Ich nehme es noch mit jeder auf. Mit jeder Schwierigkeit nehme ich es noch auf. Ne? Also, dann entschuldige mich bitte, ja? Ich muss nur packen, nicht? So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren. Du auch? Na du? So, jetzt schließ den Kontakt. Ich hab solche Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Diesmal muss es klappen. Achtung, ich schalte jetzt ein. Lo so chi l'ha fatto. Ich hab ja gewusst, es geht schief. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Komm, gleich nochmal. Also nie wieder fasse ich das an. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Ja, jetzt bin ich ja schon. Was ist hier los?
Stören Sie mich nicht, ich erfinde. Ich habe immer geglaubt, Sie sind ein Weißer. Reden Sie nicht so viel, helfen Sie mir lieber. Sie bekommen auch ein Trinkgeld. Kommen Sie mal hier rum. So, halten Sie diesen Draht. Bitte, wenn es weiter nicht ist. Schließen Sie den Kontakt, ich schalte gleich ein. Was erfinden Sie eigentlich? Explosionssicheres Benzin. So, jetzt habt ihr euch ja schön beruhigt. Hilfe! Polizei! Mama mia! Hilfe! Haltet mich auf, Mama mia! Experiment gemacht. Sie sind doch der berühmte Erfinder. Das bin ich in der Tat. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen. Ich mich auch. Ja, so führt ein Kinderwagen manchmal zwei Menschen zusammen. Wie meinen Sie das? Nur so. Darf ich Sie zum Mittagessen einladen? Das geht nicht. Dann zum Abendessen? Das geht auch nicht. Na, dann zum Frühstück. Das geht erst recht nicht. Karin! Ja, ja, ich komme. Ich muss arbeiten. Aber ich weiß doch noch gar nicht, wann ich Sie wiedersehe. Tja, dann müssen Sie eben was erfinden. Nie wieder halte ich Ihren Drahtzieher, ich bin doch kein Unterseeboot. Ich schlage Sie nieder, wenn ich wieder hochkomme. Das sollen Sie büßen. Signor Nino, die neue Barfrau wartet im Büro. Gut, komm gleich. Oh, Dio mio. Wie sehen Sie denn aus? Wie eine Dame hoffentlich. Ja, leider. Was wollen Sie denn in dieser Verpackung hinter der Bar? Ich denke, es heißt ausdrücklich Bar Dame. Dieses Wort hat einen weiten Spielraum. Und den wünsche ich mir auch für deinen Ausschnitt. Wie kommen Sie dazu, mich einfach zu duzen? Weil es so am einfachsten ist. Janina? Sie sind ja ein schöner Arbeitgeber. Nett, dass du mich schön findest. Ich finde dich auch schön, aber ich möchte noch mehr von deiner Schönheit sehen. Ich verbitte mir Ihre Unverschämtheit. Sie haben mich gerufen, Signor Nino. Janina, nimm deine Schere und mach aus diesem Fähnchen ein Barmodell à la Nino. Ich verbitte mir diese Behandlung. Lassen Sie mich los. In unserem Vertrag steht ausdrücklich Arbeitskleidung nach Wunsch der Direktion.
Hören Sie auf, ich will nicht. Das ist mein Kleid. Das können Sie doch nicht einfach zerschneiden. Lassen Sie mich in Ruhe. Au, tun mir ja weh. Wer Vorschuss nimmt, der muss auch stillhalten. Na, kommen Sie. Los, Sie sind ja ein Gewaltmensch. Stimmt. Oh, Verzeihung, Signorin. Nein, so ein Zufall, Sie? Hören Sie mal, dass wir hier und heute zusammengestoßen sind, ist nichts weiter als eine Fügung des Schicksals. Also fügen Sie sich drein und gehen Sie mit mir essen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, das geht nicht. Aber ich habe Hunger. Na, unterdrücken Sie ihn und Sie bleiben schlank. Also, das kommt überhaupt nicht in Frage. Auf keinen Fall gehe ich so hinter die Bar. Ja, du hast ganz recht. Vor die Bar musst du. Immer wieder, damit jeder deine hübschen Beine sieht. Meine Beine sind Privatsache. Hier nicht. Die Ehemänner, die hierher kommen, die wollen endlich mal was anderes sehen, als nur die Beine, die sie geheiratet haben. Was wollen Sie damit sagen? Dass Ehemänner nicht gefährlich sind. Sie bellen draußen, aber sie beißen zu Hause. Ich kenne Ehemänner, die beißen überall. Dann musst du ihnen eben einen Korb geben. Am besten einen Maulkorb. Nein. Das ist mir zu gefährlich. Ich ziehe mich wieder um. Hör zu, du hast einen Vertrag unterschrieben und den wirst du einhalten. Wir sind ja nämlich nicht sehr zimperlich mit Ausländern. Aber dieses sogenannte Kleid, ich... Raus aus diesem Kleid und aus diesem Lokal kommst du nur, wenn ich dich rausschmeiße. Verstanden? Und jetzt gehst du an die Bar. Avanti! Kopf hoch und Brust raus. Silenzio, per favore. Ruhe, bitte. Wo bleiben denn die beiden Mädchen? Nicht so laut. Kommen die immer so spät nach Hause? Ich weiß nicht. Hausmeister wissen noch immer alles. Ich bin ein diskreter Mensch. Dieses Fräulein Elfi scheint ein sehr ausgedehntes Nachtleben zu führen. Und Sie etwa nicht? Früher ja, aber inzwischen habe ich mich gebessert. Herzliches Beileid. Danke. Warum liegen Sie eigentlich wie eine Mumie im Bett? Sind Sie schon einmal in eine Kinderwagen gefahren? Seit über 20 Jahren nicht mehr. Ich heute. Komm, stehen Sie auf. Sie sollen mir doch von Elfi erzählen. Ich fühle mich zu elend. Sie sollen mit mir dabei ein kaltes Buffet essen. Und mindestens 6 Flaschen Sekt trinken. Ich glaube, ich fühle mich schon besser. Ich habe es nämlich satt, schon wieder einen Hummer alleine zu vertilgen. Na, dann kommen Sie. Ja. Sie wünschen? Mimi. Bitte? Mixen Sie mir Ihre Spezialität. Ja? Moment mal. Ein Gast möchte meine Spezialität kennenlernen. Was ist das? Das sehen Sie doch auf den ersten Blick. Er hat doch das Klassenziel längst erreicht. Mixen Sie ihm irgendwas, egal was. Worauf Sie sich verlassen können. Thank you.
Wollen Sie meine Spezialität nicht lieber vorher versuchen? Schon gut. Ach du meine Güte. Von Güte kann da keine Rede sein. Los, räum ihn ab, den der Chef sieht. Nimm du den Kopf, der ist nicht so wertvoll. Nicht mal Prost, habe ich zu ihm gesagt. Nun erzählen Sie mir endlich, was wissen Sie von Elfen? Nur das Beste. Was für ein Mensch ist sie? Nur der Beste. Was für eine Stellung hat sie? Nur die Beste. Was halten Sie eigentlich von mir? Nur das Beste. Sie sind ein großzügiger Mensch. Prost. Ich habe Sie zum Erzählen heraufgebeten und nicht zum Saufen. Das ist bei mir dasselbe. Kommen Sie mal näher. Also, die Sache ist die. Fräulein Elfi ist ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Na, das sehe ich doch zum Donnerwetter. Außerdem ist sie ein sehr, sehr intelligentes Mädchen. Auch das habe ich schon gemerkt. Weiter. Und drittens, sie ist ein sehr, sehr anständiges Mädchen. Das freut mich aber sehr, sehr. Das wird Sie nicht sehr, sehr freuen. Denn bei der werden Sie kein Glück haben. Prost. Und wo treibt sie sich dann jetzt noch herum, wenn sie so sehr, sehr anständig ist? Vielleicht macht sie einen Mondscheinspaziergang. Mit ihrer Freundin Karin natürlich. Wunderbare Aussicht, nicht wahr? Ja, besonders nachts. Sie machen mir die Nacht zum Tage, obwohl... Obwohl was? Obwohl es einem Mann lieber ist, wenn ihm die Frau den Tag zur Nacht macht. Lauern Sie eigentlich grundsätzlich Mädchen auf? Ich wollte doch nur mit Ihnen essen gehen. Und das habe ich selbstverständlich abgelehnt. Selbstverständlich. Ach, die Vorspeisen waren übrigens himmlisch. Und erst die Nachspeisen. Für Nachspeisen bin ich immer zu haben. Ja? Ich meine das Dessert. Und ich meine, dass wir beide dasselbe meinen. So schnell? Der Zeitbegriff in der Liebe ist ein Vorurteil. Sagten Sie bereits Liebe? Ich sagte es und Sie sollen es empfinden. Und glauben Sie das wirklich? Aber natürlich. Passen Sie mal auf. Da... Gelati, Eiscreme, gemischtes Eis. Wir brauchen jetzt kein Eis. Aber Eis kühlt ab. Wir wollen nicht abgekühlt werden. Zwei herrliche Portionen. Nur 100 Lire. Sonderpreis für Liebespaare. Ach. Nehmen wir sie, sonst wären wir die nie los. So, hier, da haben Sie, aber jetzt verschwinden Sie auch. Tante grazie. Ja. Buonasera. Ja. Un divertimento. Ja. Auguri. Viva, grazie, signore. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig, bei der Liebe. Bei der Liebe sollte man nie stehen bleiben. Stimmt, denn die Liebe soll zur Ehe führen. Was meinen Sie damit? Widersprechen Sie mir nicht. Mein Urgroßvater heiratete einen Monat nach der ersten Bekanntschaft. Mein Großvater nach einer Woche, mein Vater nach einem Tag. Und wir kennen uns jetzt schon 2 Tage. Was wollen Sie damit sagen? Wann darf ich das Aufgebot bestellen? An dem Tage, an dem Sie Ihr nicht-explosives Benzin erfunden haben. Also das ist eine Kleinigkeit. Hm? Am nächsten Sonntag müssen Sie mir dabei helfen. Karin ist Elfis beste Freundin. Und wer ist der Freund? Hat sie keinen. Hat sie keinen. Hat sie keinen. Und wo bleibt sie dann die ganze Nacht? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so lange auf eine Frau warte. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Sie ist auch eine Katze, nur grazbürstiger als du. Ja, Darling? Wo hast du dich die ganze Nacht herumgetrieben? Du weißt doch, ich schöpfe manchmal frische Luft. Und ich schöpfe manchmal Verdacht. Ja, Darling.
Also wenn du mich betrügst, dann verlasse ich dich sofort. Das wäre schön. Das wäre schrecklich. Dann kriegst du nicht einen Dollar für deine Erfindung. Aber nicht doch nicht, Liebling. Das wäre ja noch schrecklicher. Also geh in die Küche, mach das Frühstück. Ja, Darling. Oder kannst du das auch nicht? Ich bin der Sklave meines Genies. Auf Wiedersehen. Oh, Moment, nicht so schnell. Willst du mich nicht zum Frühstück einladen? Ich habe Sie nicht gebeten, mich nach Hause zu bringen. Lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich bin müde. Das trifft dich ausgezeichnet, ich bin's nämlich auch. Hast du nicht noch einen Platz auf deiner Couch frei? Signor Nino, ich bin zwar Ihre Bardame, aber nicht Ihre Zimmerwirtin. Guten Morgen. Sind Sie ja endlich. Können Sie nicht wenigstens guten Morgen sagen, Sie unhöflicher Kerl? Karl heiße ich. Guten Morgen, Elfie. Warum kommen Sie eigentlich so spät? Ich meine, so früh nach Hause. Das geht Sie gar nichts an. Aber Sie wissen doch, dass ich mich für Sie interessiere. So? Das ist mir neu. Jetzt schwindeln Sie aber, nicht wahr? Ich schwindle nie. Zigarette? Ich rauche nicht vormittags. Ja, ja, ich weiß, Sie haben alle Tugenden. Bis auf ein Laster. Welches Laster? Sie führen ein zu ausgedehntes Nachtleben. Ich habe gearbeitet. Gearbeitet? Wo denn? Auch das geht Sie nichts an. Guten Morgen. Und schlafen Sie Ihren Rausch aus. Na, wenn ich berauscht bin, dann doch nur von Ihnen. Pronto? Pronto? Wer? Aha. Die Sittenpolizei. Was? Die Sittenpolizei? Mamma mia! Fräulein Elfi! Fräulein Karin! Fräulein Carla! Herr Karl! Was ist denn los? Gerade hat mich mein Freund, der Portier vom Polizeipräsidium, angerufen. Die Sittenpolizei ist unterwegs hierher. Fräulein Elfi, was haben Sie heute Nacht getrieben? Mit mir hat das gar nichts zu tun. Also kommen Sie, was ist los? Die Sittenpolizei hat gehört, hier wohnt ein Mann mit zwei Mädchen. Aber das stimmt doch auch. Aber das darf nicht stimmen. Also gut, dann gehe ich eben ein paar Stunden spazieren. Das hilft nicht. Die Beamten müssen Fräulein Carla Fischer finden. Die ist hier gemeldet. Dann sagen Sie eben, Fräulein Fischer ist in der Sauna oder im Kindergarten. Das hilft auch nicht, da kommen Sie später wieder. Na, vielleicht kann man eine andere Mieterin finden, die für eine halbe Stunde Fräulein Fischer spielt. Das ist eine gute Idee. Ich werde Miss Mabel bitten. Sofort. Aber wenn sie Nein sagt, sind wir alle verloren. Das kostet mich die Stellung, die Damen die Wohnung und Sie die Freiheit. Mamma mia, cosa hai fatto con me? Ich wusste ja, es würde Schwierigkeiten mit Ihnen geben. Ich schwöre euch, ich werde sie alle überwinden. Herein. Wo ist Herr Miss Mabel? Ah, gut, dass Sie kommen. Hier halten Sie diesen Draht. Ich muss sofort Miss Mabel sprechen. Ja, ja, ich rufe Sie ja sofort, aber erst halten Sie hier diesen Draht. Kommen Sie. Aber es ist sehr dringend. Ja, dann halten Sie sehr dringend diesen Draht und schließen Sie den Kontakt. Aber es ist eine wichtige Sache. Sie haben vollkommen recht. Achtung, ich schalte jetzt ein. Wenn Sie das nochmal mit mir machen, dann sehe ich aber rot. Verzeihung, haben Sie einen rot gefärbten Mann vorbeifahren sehen? Einen rot gefärbten Mann mit einem losgegangenen Draht in der Hand. Da scheint was los zu sein. Ja, eine Schraube.
Das dachte ich mir schon. Und deshalb ist doch auch der Draht losgegangen. Und deshalb brauche ich den rot gefärbten Mann, damit ich den Draht wiederbekomme. Ich bin nämlich Erfinder, wissen Sie? Ach so, Erfinder sind Sie? Ja. Na, dann kommen Sie mal mit. Nein, ich muss doch den rot gefärbten Mann mit dem losgegangenen Draht finden. Das finden Sie alles dort, wo wir Sie hinbringen. Ja? Ja. Ach, das ist aber reizend. Ach, das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen. Na, da freue ich mich aber sehr. Dann machen wir uns doch auf den Weg. Wissen Sie, ich habe es nämlich eilig. Erfinder haben es immer eilig. Denn jede Sekunde kann was Neues erfunden. Sie sind schon auf dem Flur. Seid ihr immer noch nicht fertig? Gleich, gleich. Wenn bloß dieser Balderin diese Mäbel hergebracht hätte. Ach, auf den ist überhaupt kein Verlass. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Darf ich vorstellen? Fräulein Carla Fischer. Bitte, Kinder, lacht nicht. Ich habe schon auf der Schule Theater gespielt und ich war sehr gut als Charlies Tante. Sie halten von jetzt ab den Mund, sonst merkt man gleich, dass Sie ein Mann sind. Bitte spiele ich eben eine stumme Rolle oder eine Taube oder gleich eine Taubstumme. Habt ihr einen Spiegel da? Kaum hat er eine Perücke auf, ist er schon eitel. Das ist gar nicht meine Perücke, die hat mir Sinonino geliehen. Kinder, streitet euch nicht in Gegenwart einer älteren Dame. Lassen Sie Ihre dummen Witze und setzen Sie sich hier hin. Ah, ich möchte nur wissen, wie man in solchen Schuhen gehen kann. Na, wer kann, wer kann? Sitzen bleiben. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie die Mieterinnen dieses Apartments? Ja, das ist Fräulein Karin Gerlach. Mein Name ist Elfi Wagner und das ist... Carla Fischer, sehr angenehm. Ich bin Inspektorin Bombone. Darf ich mich setzen? Aber sicher. Wir freuen uns sehr, wenn auch einmal jemand von der Polizei sitzt. Was verschafft uns die Ehre? Wir haben einen vertraulichen Hinweis erhalten. Hier wohne ein Mann mit zwei Frauen. Und das ist natürlich verboten. Ja, das wäre zu schön, um erlaubt zu sein. Hören Sie nicht auf Fräulein Fischer. Nein, hören Sie nicht auf mich. Ich bin ein bisschen albern. Ich finde Sie ganz und gar nicht albern. Darf ich mal in die Zimmer schauen? Aber selbstverständlich. Das ist mein Zimmer. Dort wohnt Fräulein Fischer... Und dort Karin. Mhm. Dann werde ich mir zunächst einmal Ihr Zimmer ansehen. Psst. Aha. Diese Zimmer sind wahrscheinlich separat gebaut, haben also keine Verbindung untereinander. Naja, eigentlich ganz hübsch für ein junges Mädchen hier zu wohnen. Naja, und die Miete wird ja auch nicht so übermäßig hoch sein. Also könnte ich mir denken, dass Sie sich hier ganz wohl fühlen. Herr Kollege, was machen Sie da? Ich bin ausgerutscht. Wenn Sie öfter so ausrutschen, werden Sie Ihre Stellung nicht halten können. Im Zimmer von Fräulein Fischer liegt ja ein Rasierapparat. Fräulein Fischer hat leider einen Damenbart. Ich auch. Ich bin jedenfalls sehr beruhigt, dass unser vertraulicher Hinweis nicht stimmt und dass Sie beide hier unter der Aufsicht einer reiferen Kollegin sind. Sie sind so gut zu mir. Geben Sie den jungen Mädchen nicht nur die nötige Strenge, sondern auch Verständnis. Und Liebe. Vor allem Liebe. Und zwar allen beiden. Allen beiden? Ja, ganz wie Sie meinen. Auf Wiedersehen, meine Damen. Auf Wiedersehen. Es war mir ein Vergnügen. Hoffentlich kommen die bald wieder, das möchte ich noch 100 Mal spielen. Thank you.
doch eilig. Na nun, beruhigen Sie sich mal. Der Doktor kommt gleich. Schön. Welcher Doktor? Ja, wen haben wir denn da? Wollen wir wohl artig sein? Sonst muss der Onkel Doktor schimpfen. Sonst muss der Onkel Doktor schimpfen. Hören Sie mal, Herr Onkel Doktor, ich arbeite an einer wichtigen Erfindung. Ja. Beruhigen Sie sich. Wenn Sie brav und artig sind, dann bekommen Sie ein Baukästchen mit vielen kleinen Klötzchen. Da können Sie viele kleine Türmchen erfinden. Sagen Sie, sind Sie wahnsinnig? Sie sollten mal zum Arzt gehen. Sehr typisch. So, damit die lieben kleinen Nervenbündelchen sich jetzt beruhigen, gehen wir jetzt mal schön brav ins Heierbettchen. Aber ich will nicht ins Heierbettchen, ich will den losgegangenen Mann mit dem rot gefärbten Draht. Der Fall ist viel ernster, als ich dachte. Also zeigen Sie mir jetzt den Mann mit dem Draht oder nicht. Aber natürlich zeigen wir Ihnen das Männchen mit dem Drähtchen. Bringen Sie den Patienten weg, Wasserbehandlung. Oh. Nein, frei, nein, Patient, das ist Freiheitsberaubung, ich protestiere. Sie haben gar kein Recht dazu. Manisch-depressives Schizophrenikerchen. Lassen Sie mich sofort hier raus! Drin geblieben! Sie sind ja verrückt! Nein! Sie! Ich bin Amerikaner! Auch das noch! Na, das ist ja alles sehr gut abgelaufen mit der Unsittenpolizei. Aber die arme Karin musste deshalb ohne Frühstück ins Geschäft. Und Sie? Sie müssen nicht ins Geschäft? Ich sagte Ihnen doch schon, ich bin Nachtarbeiterin. Ja, aber mehr sagten Sie mir nicht. Das genügt doch auch. Ich möchte aber mehr wissen von Ihnen. Seien Sie nicht so neugierig. Jedermann ist neugierig, wenn er sich für eine Frau interessiert. Interessiere ich Sie denn so sehr? Ja, mehr als jeder andere vorher. Und was machen diese anderen jetzt? Das weiß ich nicht. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie ganz allein sind? Das will ich Ihnen nicht erzählen, das ist die Wahrheit. Glauben Sie mir, Effi. Glauben? Das ist ein großes Wort. Wissen Sie, was ich glaube? Was? Dass Sie leichtsinnig sind und mit jedem jungen Mädchen flirten, das Ihnen über den Weg läuft. Da haben Sie völlig recht. Was? Sie geben es auch noch zu? Ja, so habe ich es jahrelang gemacht, aber seit ich Sie kenne, ist das ganz anders. Warum sollte es nun auf einmal anders sein? Das liegt an Ihnen, Elfie. Wo wollen Sie denn hin? Karin, das Frühstück bringen. Darf ich Sie begleiten? Haben Sie denn gar keinen Beruf? Doch, aber ich kann ruhig zu spät kommen. Ich möchte aber lieber allein gehen. Versprechen Sie mir wenigstens, dass wir Sonntag zusammen sind, ja? Also gut. Ich möchte Ihr Sonntagsgesicht kennenlernen. Aber das habe ich doch jeden Tag. Na, wie fühlen wir uns denn jetzt, mein liebes Erfinderchen? Danke gut, Doktorchen. Na, was machen Sie denn? Ich mache mich selbstständig. Aufmachen! Aufmachen! Machen Sie ruhig weiter. Das muss das Haus sein. Das erste Mal, dass ich einem Mann nachfahre. Wenn schon die Vorfahren ihm nachfahren, nicht, dann können Sie es ja auch. Nicht? Kommen Sie. Ich denke, der Hausmeister soll wachen. Ja. Und zwar über die Moral. Na, vielleicht wacht er nachts. Moment mal. Das sind ja Schlüssel. Moment, entschuldigen Sie. So. Apartment F. Jetzt gehen wir doch alleine rauf. Aha.
In welchem Zimmer wohnt denn Karl? Keine Ahnung. Ach, wir schauen einfach mal nach, ne? Eins, zwei, alle guten Dinge sind drei. Versuchen wir es mal hier. Ja. Damit machen Sie Ihre Erfindung? Ja, aber das erkläre ich Ihnen alles später. Was ist denn das da? Unser Sonntagskaffee. Haben Sie ihn auch erfunden? Natürlich. Und er wird Ihnen besser schmecken als jeder andere. Darf ich bitten? Da bin ich aber gespannt. Was sagen Sie dazu? So was hat mein Sohn früher nie getragen. Hoffentlich sind wir im falschen Apartment. Na, das werden wir ja sehen. Na, wie schmeckt mein Kaffee? Also, ich will Sie nicht beleidigen, aber er schmeckt nach Benzin. Nach Benzin? Wie? Nach Benzin? Sagten Sie Benzin? Ja. Moment mal. Es brennt nicht. Es brennt wirklich nicht. Kommen Sie, wir müssen ganz schnell weiter experimentieren. Es brennt nicht. Das ist ja der Augenblick. Da habe ich jahrelang für gearbeitet. Und wenn mir das jetzt gelingt, dann bekomme ich ein Denkmal. Denken Sie mal. Was heißt ein Denkmal? Zwei Denkmäler. In jeder Stadt eins. Wir dürfen keine Minute verlieren. Das heißt Minute, jede Sekunde, jeder Atemzug ist kostbar. Ich bin sowieso schon ganz atemlos. Der Wissenschaft müssen Opfer gebracht werden. Ich sage Ihnen, was hier herauskommt, ist etwas Ungeheures. Zu Hause hat er mich wenigstens immer nur mit einer betrogen und hier betrügt er mich gleichzeitig mit zweien. Ja, und deshalb habe ich ihn nach Italien geschickt. Nicht sehr geschickt von Ihnen. Aber dieses Apartmenthaus gehört doch Ihrem eigenen Herrn Vater. Ich habe gedacht, wenigstens hier ist mein Sohn sicher. Mein Vater weiß bestimmt nicht, was hier los ist. Na ja, ach, vielleicht ist alles nur halb so schlimm, nicht? Schauen wir doch mal weiter. So, bitte nehmen Sie diesen Draht, schließen Sie diesen Kontakt. Ich schalte jetzt ein. Halt! Spucken Sie mir vorher über die Schulter, damit es auch wirklich klappt. Toi, toi, toi. Ist das so richtig? Ja, aber so ist schöner. Thomas Butterfield Junior! Mabel, ich dachte, du bist nach Venedig gefahren. Und ich dachte, du machst Versuche. Das tue ich ja auch. Das sehe ich. Diese Art von Versuchen scheint dir besonders zu gefallen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Nein, ich gehe. Und ich komme nie mehr wieder. Jetzt kannst du sehen, wer deine lächerlichen Experimente finanziert. Das werde ich selber tun. Du selber? Du bist doch nicht fähig, auch nur einen Dollar zu verdienen. Da haben Sie sich etwas Hübsches ausgesucht, mein Fräulein. Dieser Boy verdient keinen Penny. Jetzt können Sie tüchtig arbeiten, um euch beide zu ernähren. Und sein dämliches Hobby dazu. Viel Spaß. Meine Sachen lasse ich abholen. Also, es tut mir wirklich leid. Bei mir gar nicht. Ich fühle mich wie ein Mann, dem man soeben einen Gipsverband abgenommen hat. Na, und Ihre Erfindung? Karin, ich liebe dich. Ich werde dir beweisen, dass ich mein Geld selber verdienen kann. Für dich, für mich und für unsere Erfindung. Der männliche Waschlappen hängt schamlos zwischen zwei weiblichen. So ein Zufall, ne? Der Rasierpinsel steht bei den Lippenstiften. Rasiercreme neben Nagellack und alle drei Zahnbürsten in einem Glas. Was für ein Gedränge, ne? Das genügt. Wir sind geschiedene Leute. Ja. So schütten Sie doch nicht gleich das Kind mit dem Bade aus. Welches Kind? Das Kind im Mann, ne? Oh, ich werde dem Kind aber, dem Karl, aber dem werde ich die Meinung sagen. Na. Das macht meine Meinung über ihn auch nicht besser. Nur weinen Sie doch nicht gleich. Hier, nehmen Sie mal das Taschentuch. Nein, nicht dies, dies. Das ist ganz frisch, von gestern. Danke. Bitte. Oh, vielleicht weiß der Hausmeister, wo er ist. Und wenn ich ihn dann finde, dann wehe ihm. Na, das ist ja... Also,
Wo ist mein Sohn? Herr Fischer, er wollte baden gehen. Ich habe ihm den Lido d'Amore empfohlen. Ausgerechnet Amore? Das ist das Beste, was wir in dieser Art haben. Na, das kann ich mir denken. Kommen Sie, suchen wir Amore. Na, wie gefällt Ihnen denn mein Sonntagsgesicht? Ich muss sagen, ganz gut. Ist es so verschieden vom Alltagsgesicht? Sie haben sich gebessert. Danke, aber wieso denn? Zuerst waren Sie mir unheimlich. Obwohl ich Sie heimlich verehrt habe? So heimlich war das gar nicht, wenn ich an unser Badezimmer denke. Nicht wahr? Ich glaube, es ist ganz selten, dass sich ein Liebespaar im Badezimmer kennenlernt. Das ist eben der besondere Zauber unseres Apartments. Ja, und deswegen müssen wir es unbedingt behalten, Wenn wir was? Wenn wir... Schauen Sie, Elfie, ich denke doch an die Zukunft. Ich habe immer gemeint, Sie sind ein geborener Windhund, der nur in der Gegenwart herumschnuppert. Die Zeit des Schnupperns ist vorbei, jetzt will ich anbeißen. Für die meisten Frauen wäre das sicher ein großes Kompliment. Für Sie nicht? Hören Sie, Elfie, ich möchte, dass Sie... Dass ich Ihre Geliebte werde. Ja, nein, das heißt natürlich doch. Elfie, ich habe mir nie denken können, dass ich jemals zu einer Frau sagen werde, ich möchte sie heiraten. Und nun? Nun sage ich es. Ich möchte dich heiraten. Und wenn du willst, gebe ich es dir sogar schriftlich. Herzlichen Glückwunsch! Schäm dich! Papa, diesmal ist es mir ernst. Umso schlimmer für deine Partnerin. Darf ich mich vorstellen? Almut Behringer, Karls Verlobte. Verlobte? Sie freuen sich aber gar nicht, mich kennenzulernen, hm? Almut ist zwar mit mir verlobt, ich aber nicht mit ihr. Hey, du bleibst hier, ja? Ich tue, was mir passt. Na nun, so habe ich ihn ja noch nie gesehen. Borgen Sie mir doch mal Ihr Taschentuch. Bitte. Für Damen. Heiße Würstchen, original amerikanische Hamburgers, Hotdogs mit internationalem Geschmack, heiße Frankfurter, Pfälzer, Regensburger. Bei mir können Sie sich durch die ganze Landkarte wursteln. Täglich frischer Touristendienst, eigenes Senfservice. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Und das alles so billig, wie es die Polizei erlaubt. Ja, sehr gut. So, mein Herr, ein paar Würstchen. Ich habe Ihnen ein besonders flottes Paar herausgesucht. Ist da auch kein Pferdefleisch drin? Pferdefleisch? Meine Würstchen wissen ja gar nicht, was ein Pferd ist. Kann ich auch in deutschem Geld bezahlen? Ja, natürlich. D-Mark, D-Mark, über alles. Sie wünschen, bitte? Ich wünsche dir einen guten Morgen. Karin, es ist lieb, dass du zu meiner Geschäftseröffnung kommst. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir natürlich einen Lorbeerkranz mitgebracht. Ein Wurstkranz wäre mir lieber gewesen. Na, was sagst du? Ich bin hingerissen. Ein paar Pfälzer mit Senf. Ein paar Frankfurter ohne. Mir geben Sie ein halbes Dutzend und ein paar Hotdogs. Kaum hat mein Geschäft, da stört's einen schon. Karin! Ich komme! Tschüss. Wo bleiben Sie denn? Da wartet ein Herr auf Sie. Ein Herr? Ja, auf mich. Da kommen Sie gerade. Danke. Na, endlich. Was ist denn passiert? Eine Katastrophe. Elfie ist nicht zu sehen, nicht zu hören und nicht mehr zu sprechen. Die halbe Nacht habe ich auf Sie gewartet. Wieso? Wart ihr am Sonntag nicht zum Baden? Ja, eben. Und dabei ist die Katastrophe geschehen. Ach so, Sie sind nicht Schwimmer. Viel schlimmer. Verlobt. Verlobt? Mit einer anderen? Unsere Familien wollen es. Ich nicht. Hören Sie, Karin, Sie müssen mir unbedingt sagen, wo ich Elfie finden kann. Wo sie im Moment ist, weiß ich nicht. Sie arbeitet abends. Wo arbeitet sie? Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Sie müssen es mir sagen. Ich muss mit Elfie sprechen. Dann fragen Sie doch Elfie selber. Aber sie geht mir doch aus dem Weg. Ich mische mich da nicht gern ein. Karin, ich bitte Sie. Nehmen Sie nun die Badehose oder nehmen Sie sie nicht? Welche Badehose? Na, die blau-weiß gestreifte, die Sie eben ausgesucht haben. Ach so, die blau-weiß gestreifte. Ja, die nehme ich. Die packen Sie mal schnell ein.
da ist sie. Los, komm! Also, da arbeitet sie. Ein Glück. Hier gibt es endlich was zu trinken. Los, kommen Sie. Machst du ein Gesicht wie essigsaure Tonerde? Verärgert? Liebeskummer? Oder hast du Geldsorgen? So ein Gesicht kann ich in meinem Laden nicht gebrauchen. Was ist los mit dir? Na ja, ein Mann würde dir vielleicht ganz gut tun. Na, kannst du ja mal mit mir versuchen. Geben Sie sich keine Mühe. Oh, Mühe habe ich mir da noch nie geben brauchen. Dann werden Sie es wohl auch nie lernen. Moment mal. Kannst froh sein, dass du hier bei mir arbeiten darfst. Kannst dich ruhig ein bisschen erkenntlich zeigen. Gut. Ich werde versuchen, ein paar Flaschen Whisky mehr zu verkaufen. Da kommt sie. Una bella carrozzeria. Ein herrliches Fahrgestell. Das ist kein Beruf für Elfi. Wir haben alle den falschen Beruf. Besonders Sie. Benehmen Sie sich. Volle Deckung. Warum? Da. Na, das ist doch ein netter, kleiner, gemütlicher Laden hier, ne? Jetzt ein bisschen essen, ein bisschen trinken, ein bisschen tanzen. Da wird doch schon wieder auf andere Gedanken kommen, ne? Was sagen Sie so leicht? Ja. Oh. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Oh. Verzeihung. Danke sehr. Ah, Sie haben uns nicht gesehen. Und jetzt ist Ihr Tisch verdeckt. Versuchen Sie, Fräulein Elfi hierher zu holen, damit ich mit ihr sprechen kann. Mach ich. Aber unauffällig. Ganz unauffällig. Du sollst sofort zum Chef in sein Privatbüro kommen. Mit einer Flasche Champagner und zwei Gläsern. Gibt's da vielleicht gefährliche Hinterzimmer? Mhm. Und im allerhintersten sitzt der Chef. Ich gehe ja nach. Falsch. Wir müssen ganz diplomatisch vorgehen. Und was nennen Sie diplomatisch? Herr Ober, noch eine Flasche. Stell alles auf den Tisch neben dem Sofa. Und mach die Flasche auf. Gib her, das kann ich besser. Schenk ein. Hoffentlich hast du auf anderen Gebieten mehr Talent. Dein Glas auch. Ich trinke nämlich nicht gern allein. Besonders heute. Wenn sie in 5 Minuten nicht wiederkommt, hole ich sie raus. Das wäre ja Hausfriedensbruch. Das ist mir egal. Heute ist nämlich mein Geburtstag. Da kannst du mir doch ein Glas auf mein Wohl nicht abschlagen. Also, auf Ihr Wohl. Halt, da fehlt noch was. Man wünscht sich Gesundheit, Geld und Liebe. Prost. Austrinken. Komm, ich werde was zeigen. Siehst du, das alles haben mir meine Angestellten zum Geburtstag geschenkt. Nur du fehlst noch. Lassen Sie mich los! Du bist mir ein Geschenk schuldig. Ich schreie! Das hilft dir hier gar nichts. Morgen sei ich sie ab! Die Polizei bekommt von mir Geld. Die 5 Minuten sind vorbei. Los! Es wird Ärger geben. Ich gebe Ihnen 100 Mark. Oh, danke. Schon meine Vorfahren waren deutsche Söldner. Was haben Sie denn da? Ah, ist eine hübsche Fregatte, nicht? Ja. Sagen Sie mal, ist das nicht Karl? Ja, das ist Karl und der 7-schläfrige Hausmeister. Wo gehen die denn hin? Sicher in die Striptease-Garderobe. Ja.
Die Toiletten sind auf der anderen Seite. Wir wollen ins Büro. Das geht jetzt nicht. Da ist eine Geburtstagsfeier. Zu der Sie sich wieder eingeladen. Lassen Sie mich los! Los zu sein. Ich schau mal nach, ne? Bleib ruhig hier. Die Stadt und ich suchte dein Gesicht. Fremde Augen sahen mich nur an. Auf einmal warst du da und das Wunder, es geschah. Seite 1 begann wie im Roman. Glück gehört dazu. Glück gehört dazu, die Frau seiner Träume zu finden. Glück gehört dazu, Glück gehört dazu, und die Frau meiner Träume bist du.
Ihrer Doppelverlobung habe ich eine Doppelüberraschung. Ich habe eine Doppelerfindung gemacht. Nämlich, Doppelpunkt, koffeinarmes Benzin und nicht explodierenden Kaffee. Nein. Umgekehrt natürlich. Also der Kaffee kommt später. Zunächst einmal soll unser Freund Baldrian uns den neuen Benzinmotor vorführen. Komm her. Du komm doch. Moment. Ich habe Angst. Du brauchst doch keine Angst haben. Das Experiment ist völlig gelungen. Kann gar nichts passieren. Nein! Komm hier, öffne den Kasten. Hört mal auf, ihr beiden. Kommt mal her. Auf wem sitze ich denn? Jetzt bin ich auf den Kaffee gespannt. Sagt jeder Lucky Boy, ich heiße nur noch Lucky Boy. Ich bin der Typ von allen jungen Mädchen. Die erste nennt mich Lucky Boy, die zweite kennt nur Lucky Boy. Die dritte spricht sogar im Schlaf von mir. Und bis zur zehnten hin geht keiner aus dem Sinn, dass ich der Beste bin für sie. Denn jede nennt mich Lucky Boy, ich bin für alle Lucky Boy. Und jede glaubt, ich bring das Glück zu ihr.